ist in der Hütte und ausgekickst. Kommt dann irgendein spätestens, wenn dann das Ziel irgendwie im Auto kommt, wird es kritisch, oder? Ich meine, es war irgendwie auch kein Hund oder sowas dabei, ne? Kein Hund oder irgendwie so. Aber gut, das ist natürlich super, weil die Schafe sind damit genau vom Herdentrieb zum Laufen animiert. Ja? Und dann bringst du die Viecher wenigstens schnell von A nach B. Ja, die Frage ist, ob du das willst als Schäfer. Ja gut, das wird sich herausstellen, wenn hinterher irgendwie keiner kommt. Der andere schickt Kinder hinten, das ist auch krass. Die schauen aber auch schon ein bisschen angestrengt aus. Das Absicht war. Vorteil ist, dass die jetzt hier auf die Straße. Jetzt wird's aber heftig, oder? Sie sehen mich irritiert. Oh, der ist auch cool. Ja, der andere ist schon zum Video gegangen, aber er ist bei der Menge. Das ist ja ganz schön eine Menge. Das ist ja große Herde. Und ein Rindvieh. Also, ein echtes. Ein vierbeiniges. Ja, hätte sehr gerne noch. Und Schafe. Gar nicht mal auf. Na, irgendwie bisher nicht. Ich glaube es. Also, die schauen auch, glaube ich, sind schon ein bisschen umgestorben worden. War das der Schäfer? Das wäre jetzt echt interessant, ob das so geplant ist. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es aus Versehen passiert, dass denen eine Herde Schafe alles. Wie, wenn er mal ins Laufen kommen? Ja, ja, aber. Ja, wenn sein Pferd irgendwo bloß. Ja, aber wo sind die jetzt? Die kommen ja aus der Stadt raus. Da sind wir ein bisschen. Jetzt wird's wohl. Das sagt einfach ein Bann. Der wurde so. Ausschwitzen. Achso. So. Sind die gut? Kennst du den Leuten? Zwergerwitz. Kennst du den nicht? Ach, sag einmal, die sind da gar keinen. So viele Leute und so viele Schafe. Na gut, das ist gut fürs Fleisch, ne? Der erste Fahrgast. So. Wir dürfen dann ganz langsam. Da würde ich nur warten, weil die sind ja langsam bestimmt auch dabei. Mit anderen Schippen mit. Leck mich. Krass. Leck mich. Wenn er Pech hat, dann zieht sie mit seinem Fuß sag in die Vorderrad und ein. Marathonläufer von Schafen überrannt. In die Viecherei. Ja, vor allem die Menge ist krass, das ist ja schon eine große Herde. Das sind ja 2er bis 3er rein und das hat schon. Die anderen sind ganz schnell und laufen auf dem Grünstreifen. Die wissen, was das für Leute sind. Ja, okay. Oh oh, das ist auch ein Laufstil, du Wort. Oh je, okay. Voll panisch über die Leitplanke. Aber damit sind sie jetzt auf dem Fußweg gebündelt. Schau, das ist einmal. Das ist ja. Also, was Herdentrieb alles kriegt. Ja, das ist echt krass. Das eine kommt da drüber. Oh ja. Das gibt auch bald auf. Hoppel, hoppel. Das ist ja echt nicht mehr. Und verbessern. Nur dort hat sich der Erdentrieb wieder geändert. Ja. Der hat schon Schaum vom Maul. Schaut er nur so ganz fit aus, der 36. Also, die Schafe unter den Leuten. Lauter Blöde. Wo wollen die jetzt dann da jetzt hin, in ein Auto durchzuziehen? Ja, der hupt sich wahrscheinlich durch die Menge oder so. Ich schätze das. Ach, Esel auch noch.
oder zumindest. Ja, doch, so. Brautschnee. Alter, musst du doch ein bisschen zu late antworten kommen, oder? Wenn du an Wings of Life World Run teilnimmst und dann überholt dich näher die Schafe. Haben sie so Störer haben wir? Da war es so lang. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Wasserveranstaltung, egal ob die Wurst oder so. Oh, im Bikini, boah, spinnst du. Wie heißt man? Aber die Schäfe, die man. Ja, gut, die anderen Kasper Göschen hat auch einfach mal von der Hand gelegt. Du! Radlfahrer haben auch sonst von mäßigen Verstand. Jetzt die Frage, welche Herde wird da mehr getrieben, ne? Und mit Ente auf dem Kopf. Und die Fahne steckt, aber das ist schon auch immer das. Das ist die heftig, ja. Rollstuhl. Kinderwagen. Laut, der Wahnsinn liegt. Wir haben jetzt hier irgendwie Kilometer 13 oder so von der Strecke. Echt? Ja. Oh, schon aber viele, die wir durchhalten. Ja. Aber wenn wir um 1 gestartet sind, dann würden wir jetzt nicht sagen, die jetzt nicht mehr machen. Das ist eine laute Irre. Was meinst du, wann schmeißen wir die Standheizung an? Wenn der Pult kleiner wird, weil wenn du dieser voll dieselst, dann glaube ich, krepieren die irgendwann. Ja, hinten hat es ja gespannt, ja, die ganze Zeit laufen müssen. Mit der Schaufel nimmt jetzt ja. Da kommen die Nächsten. Hilfe! Ab, fort. Ach, da haben wir jetzt den Fuß verknackt, deswegen bin ich schon mal nicht mehr los. Nein, ich verstehe. Wieso? Obst. Das ist so sehr. Und auch der Rücken. Na gut, ist ja cool, wir müssen einen guten Zweck haben. Also, weil dann rechnet sich wenigstens, weil die Busse kosten ja auch alles Geld. Ja, klar, also. Das ist ja schon wichtig, dass das die Logistik dann reinkostet, bei den Bahnsteigen. Schätze mal, die Olympiaberggesellschaft wird für die Fläche auch ein paar Mal 10 wollen. Das ist die gebaut. Die gehen zum Grase. Da wäre deine Freitag, das ist eine viele wieder helfen. Aber was sagt man? Was hast du ja schon? Gut, das ist abgesperrt und das ist halt natürlich schon ein gewisser Herdenblick durch die Leute auch drin, aber. Das war wirklich schwarz. Das ist ja Fitnesskur, oder? Dieses Schaf hat die Diät. Ah, oh, nee. Sie sehen mich wirklich.
Also, bei mir sind die Ulme, also kommt als perfekt. Naja, in der Ludwigsfelder, da ist nicht schön. Wir haben hier für eine Menge. Ja. Die gehen alle auf den Weg. Ja, das war ja nicht. Wissen, dass das Laufen auf dem Asphalt für die Ofen nicht so gut ist. Ja, das ist nicht aber. Schaut aus wie irgendwie hier so von der Schlinge, gell? Ja? So, aber wir jetzt noch? Ah, da hinten kommt die Reinzelschafe. Kuh. Könnte man schon wieder hinziehen. Boah, krass, hey, siehst du dir seine Achsen? Bist da ja voll Matsch. Ja, geht's. Okay. Ich hab's, dass sich die Dödel da von der Kreuzung nicht drüber aufzeichnen. Ja. Checkt sie nicht. Sie sagt sie und er checkt sie. Wie blöd muss man sein, um bei so einem Event als Ordner mitmachen zu dürfen? Ja, ziemlich. Oh Gott, schau mal, was das für ein Winziges ist da. Ja, spinnst. Aber ist jetzt mal Schluss hier.